Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Street Racing Syndicate. Wir sollen zu einem Sanctioned Event fahren. Und das machen wir auch einfach mal. Anscheinend da, wo der kleine grüne Punkt ist. Ja, Race Me. Ja, vielleicht irgendwann mal. Wie kommen wir da hin? Ach, da kommen wir natürlich nicht dahin. Super. Hat man denn irgendwie eine Karte? Ah ja. Okay. Kann man hier sehen, was das jeweils ist? Bitte? Ah ja. Ah ja, okay. Where is the show? Oder wollen wir erstmal zur Garage fahren? Ich glaube, wir fahren erstmal. Oder war das the Warehouse? Ich bin mir gerade nicht sicher. Fahren wir erstmal zur Garage, weil das eh auf dem Weg dahin ist. Oder kann man jump? Ach, man kann sogar hinspringen, das ist auch cool. Okay, das war die Garage. Habe ich es richtig im Kopf gehabt? Gut, ich würde mal sagen, wir haben 12.000 und dann machen wir dem mal ein bisschen was annehmen. Wir haben zwar letztes Mal gesehen, es ging auch schon so, aber ein bisschen mehr Leistung wird dem schon mal ganz gut tun. So, was haben wir denn hier? Wir haben Engine Tuning, Suspension, Exhaust, Lighthouse, Turbos, Electronics, Brakes, Tires, Weight Reduction, Body Kits, Universal Spoiler, Neons und Räder. Ja, was auch ganz cool ist, zum Beispiel Body Kits und so. Wirken sich auch auf das Handling und auf das Gewicht und so aus. Wie sieht denn das Bodykit bei dem eigentlich aus? Ich würde das gerne vorher sehen. Okay. Muss ich jetzt mal gucken. Okay, Weight Reduction können wir nicht machen. Anscheinend, okay. Ich bin gerade leicht verwirrt, was man hier jetzt machen kann. Komm, ich würde mal sagen, wir holen jetzt erstmal einen neuen Auspuff. Von, wir haben GIC Magic und Guidi oder wie auch immer die Firma heißt. Ich kann den Namen nie richtig aussprechen. Der sieht schon mal ziemlich fett aus. Okay. Was hat die andere Firma so? Oh, die sehen doch schön aus. Kann man sich... Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist anscheinend erstmal im Einkaufskorb. Gut, das wollte ich eigentlich eh wissen. Ich finde den ein bisschen schöner, weil der nicht ganz so groß ist. Dann packen wir den dran. Kann man sich irgendwie umschauen? So kann man sich umschauen, okay. Boah, das sieht doch schon mal schön. Gut, ich stehe ein bisschen weit raus, gell? Wie war das denn bei dem Auspuff? Bei dem hier. Der steht auch so weit raus, na gut. Der sieht besser aus, oder? Was kann denn? More Info, was gibt's denn hier? Anscheinend gar nichts, okay. Ich habe natürlich auch gar nicht auf die Leistung geachtet, die der bringt. Okay. Bei GUED ist es zumindest schon mal einer der besten. Hätten die mehr gebracht? Der hat ein bisschen mehr gebracht, aber ich finde den zu groß, wie schon gesagt. Doof aus. Mann. Nee, komm. Wir nehmen den. Dann lieber den hier. Den großen. Der bringt uns da ein bisschen mehr Leistung und, ja. Sieht nicht ganz so bescheuert aus. So, gut, Auspuff haben wir. Was können wir noch machen? Was bräuchte denn vielleicht mal? Also, Gewichtsreduktion hat der wirklich gar nichts? Anscheinend nicht. Okay. Ach, nee, okay.
Das ist unter. Okay, das ist unter der Kategorie Stock, deswegen war es noch nicht da. Stage 1 kostet 500. Bringt ihm. Oh, von 7,2 Sekunden auf 6,8 Sekunden, das ist schon mal gar nicht schlecht. Stage 2 bringt ihn auf 6,5 Sekunden. Und Stage 3. Oh, da bekommt er eine Carbonhaube. Oh, die kostet aber auch 2000. Ach du Scheiße. 6,2 Sekunden. Ich würde mal sagen, Weight Reduction lassen wir erstmal. Der ist schon relativ leicht. Dann können wir uns aber auch mal die Bodykits anschauen. Weil die kommen ja erstmal in den Shopping Cart. Ah, das ist also dieses. Wayside Kit. Das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Ob man das machen kann oder nicht. Es ist schon wirklich arg aggressiv, muss ich sagen. Also, das gefällt mir nicht so gut. Also werden wir das wahrscheinlich nicht dran machen. Ja, dann machen wir das nur. Lassen wir ihn einfach Stock. Ich meine Stock, so genau. Spoiler brauchen wir jetzt auch erstmal auch nicht. Ein paar Felgen können wir uns nochmal drum backen. Was haben wir denn so? Volk, Velox, Whaleside, König und BBS. Was ist BBS denn so schönes? Okay. Ah, dann in größer, okay. Die und die. Okay. Dann König haben wir. Die. Oh, steht sogar der Name mit dabei. Verdict. Imagine. Absolute. Blatant. Holds. Auch nicht schlecht. Ach du Scheiße, viel zu groß. 17 Zoll maximal packen wir auf den drauf. Whaleside. Na gut, das sind alles eher so. Naja, das passt nicht. Velox. Sagt mir gar nichts, der Name. Okay. Die. Die sehen auch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Bringen die irgendwas? Ich würde mal sagen, wir holen uns die. Die sehen noch gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir noch was? Ich würde mal sagen, komm, Suspension holen wir uns noch. Da weiß ich, da musste man auf irgendwas aufpassen, weil teilweise gibt es Teile nämlich auch doppelt eben. Von verschiedenen Herstellern dann. Und dann gibt es aber auch manche Sachen, die gibt es nur bei manchen Herstellern. Also was ist das? Sport Shock Absorbers, okay. Threaded Coil Suspension Kit. Das ist, glaube ich, ein Gewindefahrwerk. Dann haben wir hier eben Federn. Und ein Anti-Roll Kit. Das können wir auf jeden Fall schon mal dran bauen. Das gibt es ja vom anderen nicht. Dann würde ich sagen, holen wir uns von Koni. Boah, das kostet aber 1100. Aber sieht jetzt schon geil aus. Ja, komm, nehmen wir. Wenn wir jetzt die dran machen, dann geht das andere wahrscheinlich weg, oder? Gucken wir einfach mal. Ja, dann geht das weg. Ne, wir wollen aber die hier. Gut, ja, und dann würde ich mal sagen, komm, wir waren jetzt lang genug in der Garage, bezahlen die 2010. Kosmetische Upgrades schauen wir dann irgendwann anders nochmal rein. Ah, jetzt machen wir nicht auf den Dino. Naja, wir fahren jetzt erstmal ein paar Rennen. Hat die Upgrades jetzt aber. Okay, hat sie drin. Gut. Ist ausgefroren. Hat er das Auspuffrohr genommen? Ich weiß es nicht. Naja. Ja, wir waren jetzt wirklich lang genug in der Garage. Tut mir auch leid, aber ich muss mich erstmal wieder ein bisschen ins Spiel reinfinden. Manche finden es ja auch ganz cool, ein bisschen Tuning.
Boah, da ist. Super. Ja, Problem ist, in der freien Fahrt gibt's auch Schaden. Oh, das ist unser MR2-Kumpel. Da schaut man zurück, okay. Schaden sieht sogar ziemlich detailliert aus. Ist zwar wahrscheinlich einfach nur ein anderes Model, was dann drüber gelegt wird, aber trotzdem. Wow. Ja, Polizei gibt's in dem Spiel auch. Da sollte man immer aufpassen. Dass man dann im Moment nicht so schnell fährt. Weil ich glaube, die waren im Spiel auch ziemlich hartnäckig. Die hat man nicht so schnell wieder losbekommen. Ich hoffe, wir können unser Auto jetzt wieder reparieren. Ah, da ist Base, okay. Sorry dafür, da bin ich kurz gegen das Mikro gekommen. 1000 Euro dafür, na super. Hat sich ja gelohnt. Gut, wir gehen in die erste Serie, da bekommen wir wieder ein bisschen Geld. Wir wetten dann auch wieder mit dem guten Adrian. Ich wollte eigentlich noch wetten. Egal. Bin ich aus Versehen schon auf Enter gekommen, statt Space. Naja. Ein bisschen mehr Leistung sollten wir jetzt schon haben. Und auf jeden Fall bessere Straßenlage. Oh, wow. Der ist richtig direkt geworden. Ach du Scheiße. Das ist nicht schlecht. Ich meine, der war davor jetzt schon nicht indirekt oder so, aber... Sieht doch nochmal einen Tacken geiler aus. So tief. Jo. Die ganzen Strecken hier werden wir auch relativ häufig immer fahren, weil sie wiederholen sich einige Male. Wow. Da sind wir schön drüber gesprungen. Haben dann leider auch die Wand nochmal ein bisschen mitgenommen. Ja. Ich will die ganze Zeit zurückschauen und geht dabei auf zurückgucken. Was? Auf Kamera wechseln, das wollte ich sagen. Es ist halt wirklich so, okay. Ist mir ganz schön aufgefallen, wenn man in einer zu niedrigen Drehzahl ist, dann wechselt er automatisch die Gänge nach unten. Aber nach oben schalten muss man halt selbst. Ist also wirklich eine semi-automatic Transmission. Na gut. Stört mich jetzt nicht so sehr. Der kam ja sogar mit einer semi-automatic Transmission. Also mit einem Halbautomatikgetriebe. Den gab es als Schalter und als Halbautomatik. Auch wenn Schalter natürlich viel cooler ist. Ich glaube, der Schalter war auch schneller. Das haben sie aber hier wahrscheinlich nicht drin. Würde mich zumindest arg wundern. Wir werden ihm auf jeden Fall auch irgendwann nochmal ein bisschen mehr Leistung geben. Aber erstmal langt es eigentlich auch so. Man muss ja am Anfang nicht direkt übertreiben. Aber wir haben echt viel Zeit mit Tuning verbracht. Fast 10 Minuten, wenn ich es richtig sehe. Ach du Scheiße. Naja. Ich würde auch einfach mal sagen, wir machen das jetzt immer so schrittweise, dass wir ein paar Events fahren, dann wieder weiter aufrüsten, dann wieder ein paar Events. Dass wir es nicht direkt auf einmal machen. Ja, Wetten haben wir leider verpasst. Gut, jetzt machen wir es aber mit dem Adrian. Jupp. Und nächstes Rennen.
Motorsounds könnten fast lauter sein. Teilweise hört man es nicht so schön. Okay, ich kann bis kurz vor 6,5 drehen. Es kommt auch so ungefähr hin zum echten. Ja, wirklich schön ist das Spiel jetzt nicht. Auch nicht im Gegensatz zu Underground oder so. Aber es ist ganz okay. Es hat seinen Charme, sagen wir es mal so. Strecken sind auch immer schön detailliert, hier mit dem Bildschirm oben. Ist wirklich ganz schön gemacht. Gibt das Spiel auch hin und wieder mal auf Steam im Angebot für 1 Euro oder so. Da kann man mal zuschlagen, muss ich echt sagen. Auch wenn das Spiel nicht auch nicht allzu lang ist, also ich glaube, man kann so innerhalb von, sagen wir mal, 6 Stunden wirklich durchhaben. Also zumindest zu dem Level, dass man dann keinen Bock mehr drauf hat, weil man kann ja dann auch später noch weitermachen mit irgendwelchen Spezialrennen und so, wo man dann Auto freischaltet, aber das werden wir hier nicht machen. Das würde, wie gesagt, zu lange dauern. Teilweise werde ich dann denken, dass ich hochschalte. Man hat kein wirkliches Gefühl, wenn er im Drehzahlbegrenzer hängt. Weil der Sound sich dann nicht so stark ändert. Muss man echt aufpassen. Ich finde es aber auch mal wieder ganz gut, dass wir wieder so ein kleines Racer-Spiel auf dem Kanal haben. Hatten wir jetzt recht lang nicht mehr. Ja, eigentlich hatten wir nur Underground so in die Richtung, oder? Alles andere war entweder so Simcade oder halt komplett auf die Fresse. Naja. Was natürlich auch ein cooles Detail ist, ist, dass das Spiel echte Lizenzen hat, was so Teile und so angeht. Das hat Underground ja auch nicht. Also es gibt einige Aspekte, wo das Spiel wirklich Underground auch was voraus hat, aber im Endeffekt war dann Underground doch das bessere Spiel. Muss man einfach so sagen. Aber wie gesagt, es gibt auch einige Aspekte, wo ich das Spiel besser finde. Besonders eben auch, weil man in dem Spiel hier nicht, wie zum Beispiel in Underground 2, sein Auto unbedingt tunen muss. Man kann es, wie wir jetzt, auch ziemlich schlicht lassen und, naja, niemanden interessiert. Es ist eine, sagen wir es mal so, es ist in dem Spiel eine Option zu tunen. Man muss nicht alles komplett mit Breitbau-Kits und so aufbauen. Man wird nicht dazu gezwungen. Ja, gut. Wir wetten nochmal mit Mike. Ist bei dem jetzt egal. Weil wir mit dem 81 Money alles hier abluchsen. Der Soundtrack ist auch ganz cool. Es gibt leider nicht allzu viele Lieder, deswegen wiederholen sie sich ein paar Mal, aber an sich ist er ganz cool. Manchmal schaltet das Getriebe auch an Stellen runter, wo man es gar nicht möchte. Naja. Der Subaru möchte es wissen hier. Gut, der hat ein bisschen mehr Dampf als ich natürlich. Aber wir sind leicht. Mit 140 PS haben wir auch nicht wenig Dampf. Ich meine, der Jetta hier im Spiel mit dem 2 Liter Motor, der hat ja 115 PS gerade mal. Und ist gar nicht mal so leicht. Unser müsste so ungefähr 1050 Kilo wiegen.
im Stockzustand. Was wirklich ein ganz gutes Leistungsgewicht ergibt. Ist da ungefähr gleich mit dem GT86. Also dem GT86, nicht dem AE86, den gibt es ja im Spiel auch. Ich glaube aber, den muss man hier extra irgendwie freischalten. Was auch lustig ist, in den meisten Spielen, wenn es den gibt, ist es so ein Anfangsauto. Wow. Kurz angeeckt. Gucken hier. Oh, darf man echt nicht zu eng nehmen. Ich muss echt die Tasten umlegen. Also einmal andersrum mit zurückblicken und Kamerawechsel. Ich bin es andersrum gewohnt. Ja, natürlich. Kam ich halt komplett von der Strecke. Wir brauchen echt ein bisschen mehr Leistung, weil normalerweise sollte man diese Rennen hier am Anfang wirklich locker fahren und nicht hier komplett qualvoll. Habe ich das gerade eben richtig gesehen, dass der ein anderes Kit hatte als wir? Aber wir hatten hinten ja so zwei Endrohre, der hätte hinten nur eins. Wahrscheinlich hat der dann das Facelift-Modell. Bei dem gibt es dann wohl ein anderes Kit. Na gut, wir werden das Kit ja nicht drauf machen. Zumindest wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall nicht in dem Zustand, wie unser Auto zurzeit ist, weil dann wäre es komplett ein Blender. Das wollen wir nicht. Unser Auto soll nicht nur cool aussehen, sondern auch cool fahren. So. Das haben wir gewonnen. Damit auch schön viel Geld. Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, reparieren wir natürlich das Auto. Dann fahren wir nochmal zur Werkstatt. Dann gab es natürlich in der Folge einiges an Tuning, aber und dann gucken wir nochmal. Oh, was ist das jetzt? Oh nein. Ja, ich erinnere mich. Wir müssen. Also, wir sollen uns ein Mädchen besorgen, indem wir Rennen fahren. Das ist sehr realistisch. So funktioniert das echte Leben nicht. Aber gut. Was auch nicht so funktioniert, ist, dass man bis 3000 oder 4000, 4,5 werft und einfach keine Geschwindigkeit aufnimmt. Aber naja. Es gibt so ein paar Sachen, die hier komisch im Spiel sind. Gut, wir porten uns zur Werkstatt. Das war der falsche Knopf. Wo ist denn hier die Karte? Da ist die Karte. Genau, City Locations, Garage, ja, Space, so, genau. Und dann gucken wir mal in die Kosmetik-Upgrades rein, was wir da so machen können. Wir haben einmal Vinyls, Stickers und, Farbe. Die Farbe finde ich eigentlich ganz cool, deswegen lassen wir die so. Was gibt's denn hier so? Ach, man kann das dann so machen, alles klar. Gut, das lassen wir aber so. Sticker, was können wir denn da machen? Side? Ach, so wählt man das aus, okay. Also, Kofferraum. Beziehungsweise Bumper. Also, ja. Side, Windshield. Side, Windshield, Hood, Bumper. Gibt wirklich viele Möglichkeiten, irgendwo was drauf zu bappen. Was können wir denn da machen? Ja. Was soll da passieren? Ah, okay. Oh, ich wüsste jetzt nicht, was wir da drauf machen sollen. Deswegen will ich einfach sagen, gehen wir noch ein bisschen was in Leistung. Was könnten wir denn da machen? Wir könnten natürlich einen Turbo-Umbaum schon direkt machen. Das ist auch recht beliebt unter MR2-Fahrern.
Und ich sehe gerade der Aus. Den, wir hatten noch nicht den Auspuff dran, oder? Nee, hatten wir nicht. Hm. Na gut, müssen, machen wir nochmal dran. Hat er anscheinend nicht ausgewählt. Oder ich bin nochmal rausgegangen oder so, keine Ahnung. Ja, komm, hauen wir hier die fette Dröte ran. Die bringt 11 PS. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und dann... Wie viel kostet denn so ein Turbo? Das wäre natürlich schon ziemlich cool. Gucken wir mal HKS. Was hat, haben die so? Oh, die haben sogar die richtigen Namen drin. Ach du Scheiße. T51 sagt mir was. Die ganzen Namen hat man schon mal gehört, aber ich bin nicht so... wie soll man sagen, so in Turbos drin, dass ich alle Namen so könnte. Was hat Tiwidi so? Intercooler, okay. Das macht natürlich Sinn. Wir können uns einen Ladeluftkühler ans Auto pappen und wir haben mehr Leistung. Wir haben aber keinen Turbolader. Hm. Das ist natürlich nicht so schlau. TD04 kennt man auch, TD05 auch. T78 vielleicht. So, also wie gesagt, so ein paar Namen kennt man so, wenn man ein bisschen Mighty Car Mods und so schaut. Was ist das? Electronics, da können wir doch mal vorbeischauen. So ein Steuergerät oder so, ein neues, können wir uns da mal dran hauen. Was haben wir denn hier? Ah, Zündkerzen, okay. Dann haben wir auch Zündkerzen. Okay. Venom Performance Module. MSD. Okay. Es würde teilweise echt helfen, wenn es auf Deutsch wäre. Weil so ein bisschen weiß man schon, was es ist, aber eben nicht alles. Mal gucken. Wir können ja mal ein paar Zündkerzen reinmachen. Wir haben einmal die von Bosch. Die bringen 6 PS, okay. Kosten $50. Und da fehlt die von GWD. Die bringen 5 PS. Na komm, hauen wir uns direkt die 50 Euro Zündkerzen rein. Die 5 PS bringen, wer glaubt's? Ja, es ist nicht alles so realistisch im Spiel, aber Gott, es ist ein Spiel. Das macht sogar Forza so, deswegen kann man dem jetzt echt nichts anprangern. Was gibt's denn für Spoiler? Das würde mich mal interessieren. Weil an sich könnte man später ja wirklich mal einen Spoiler draufhauen. Das machen wir garantiert nicht. Weil guckt mal, wo der den Spoiler befestigt. Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so gut für den Motor, wenn der da keine Kühlung mehr durchbekommt oder sich die heiße Luft nicht mehr raus kann. Ja, außerdem sieht das scheiße aus, so ein mittig gemachter Spoiler. Ja, ein paar von denen kann man echt sich mal überlegen, dran zu bauen. Gut, ich würde aber sagen... nee, ich möchte erstmal. Haben wir irgendwie. Machen wir es so fürs Thumbnail. Gut, ja. Das war's dann erstmal für die Folge. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks und sonstiges habt, immer in die Kommentare damit. Freue ich mich sehr drüber. Das war's dann aber von mir. Bis dahin, euer Tiger15, aka der Fossibär. Tschüss.